Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siren Blood Curse. Ich habe ein bisschen in die Episode schon mal reingespielt, um zu gucken, ob die weiterhin so krank sind wie die vorherigen Episoden. Tut mir leid nochmal, dass ich die dritte Episode gesplittet habe. Ich empfand es einfach nur als krank, ein kleines Kind allein in so einem Krankenhaus da rumlaufen zu lassen. Ja, ich weiß nun mal, was jetzt am Anfang hier auf mich zukommt, aber mehr auch nicht. Also, wollen wir mal gemeinsam in die Welt von Siren Blood Curse eintauchen, vor allem in Episode Nummer 4. Auf geht's, Siren Blood Curse. No! Get away from me, son of a bitch! Das war die Rückblende aus Episode 3. Wir tauchen ein in die Rolle von Seigo Saiga, diesem Typen, den wir schon ein paar Mal gesehen haben, der auf dem Aufsichtsturm stand. Und wir müssen gemeinsam mit Sam Monroe nach Hirasakai fliehen. Dann wollen wir uns doch mal damit befassen. Scharfschützenmodus. Wir haben schon gesehen, wir haben ein Scharfschützengewehr. Mit diesem müssen wir jetzt ein bisschen rumschießen. Alles klar, L1, um zum Aktivieren. Rechter Stick, zielen, Quadrat oder R1, schießen. Nach oben oder nach unten drücken, heran oder wegzoomen. Okay, dann wollen wir doch mal sofort. Oh, das ist Sam. Oh, da. Da ist einer. Er ist umgekippt. Ich glaube, das war's für ihn. Also gut. Okay. Hier gibt es übrigens neue Gegnerformen, Leute. Lasst euch das mal gesagt sein. Er ist da reingelaufen. Mal gucken. Au. Oh, oh, da ist einer. Bleibt der Diener, steht er wieder auf. Aha. So. Das war's für den. Hoffe ich. Nicht, dass der nochmal aufsteht. Moment. Weil auch er hat die Gabe. Ah, Moment. Oh, oh. Da muss irgendwo einer hier in der Nähe sein. Der mit einer Pistole rumfuchtelt. Nur wo? Ich sehe hier niemanden. Gar nicht gut. Ich würde am liebsten hier die ganze Zeit hier oben bleiben, Leute. Glaubt mir. Denn das Ganze wirkt mir nicht ganz sicher hier oben. Da muss ich halt runtergehen. Führt hier alles nichts. Führt hier nichts dran vorbei. Oh oh. Da höre ich was. Weil das sind neue Gegner. Leute. Da höre ich schon. Bumm. Ihr habt sie schon gesehen, diese Viecher, die hier rumfliegen. Ich werde mal eben kurz gucken. Das war einer. Wo ist Sam? Wo ist Sam? Ich kann nicht auf Sam klicken. So, da möchte ich jetzt möglichst schnell hin. Den haben wir ja schon erledigt. Wo ist er hin? Ja, was jetzt? Frag ihn ja auch. Wo ist er hin? Der Kerl. Er hat sich irgendwo versteckt. Ah, okay. Ah, ich weiß, wo der Typ ist. Ich habe was gesehen, Leute. Nein, kannst du nicht. Ich weiß, dass hier was ist in der Gegend. Ihr habt es gerade vielleicht auch gesehen. Hier ist wieder so ein fliegender Typ unterwegs. Na ja, schön, dass du dachtest, du wärst tot. Bist du nicht. Ich habe hier ein fliegendes Wesen gesehen. Da. Da ist er. Bam. Den holen wir mal von hier mit. Wow. Oh, oh. Wow. Da ist wieder einer. Komm runter. Und stirb.
So. Und jetzt gucken wir uns unser Ziel an. Wo müssen wir jetzt hin? Okay, wir müssen auf die Straße nach Hirasakai. Wie machen wir das am besten? Das ist nichts für mich, Leute. Das ist nichts für mich. Hep. Wollen wir mal wieder hier lang raus. Wir haben jetzt zum Glück hier unsere Waffe. Moment, wenn ich hier lang gehe, dann laufe ich doch in die falsche Richtung, ne? Glaube ich. Definitiv in die falsche Richtung. Ah, ich muss über die Häuser. Na, okay. Bin wieder im Bilde. Bin wieder im Bilder, Leute. Sam, folge mir über die Dächer. Irgendwie hier über die Dächer laufen. Da ist es schon. Hep. Hep. So, und jetzt muss ich kurz nachgucken, ist das hier? Ja. Oh, oh. Ich will die ganze Zeit so ein Herz klopfen. Das gefällt mir nicht. Ist irgendwas hier in der Umgebung? Nein. Ja, schön, dass du dachtest, du wärst tot. Oder muss ich... Moment, nein. Das ist falsch. Ich muss hier lang runter. Aber er springt nicht runter. Ich muss da auf diese Treppen. Verdammt. Jetzt muss ich da wieder runter. Komm schon. Der geht auch nicht überall runter. Wahrscheinlich möchte er sich seinen feinen Anzug nicht kaputt machen. Ist ganz schön wählerisch, der Typ, was die Wege angeht. Mann, Mann, Mann. So, da habe ich auch noch gelegt. Oh, 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 oh. Nein, nicht. Das ist... Oh, scheiß Steuerung, Mann. Du sollst nicht davor springen, Sam. Mein Gott, ist das ein Pansen. Lass mich schießen. Lass mich schießen. Mann. Immer diese scheiß Steuerung. So, ich glaube, hier bin ich richtig. Oh, oh, oh. Schießerei? Schießerei? Du bist eine Schießerei? Du bist eine Schießerei? Verdammt nochmal. So. Haben wir das schon mal erledigt. Hey! Nennのために確認しないとな。人間だと思って助けたら怪物だったなんて全く悪い。 Do I look like a monster? Are you crazy? Again, my apologies. But this is a matter of life and death, after all. I'd rather have people think I'm crazy than therefore being polite. I'll believe this. Nun sind wir wieder in der Rolle von Howard. Entkommen Sie mit Miyako nach Karubari. Okay. Schön, dass wir natürlich wieder sofort verfolgt werden. Und wir haben keine Waffe. Na toll. Doch, wir haben eine Waffe. Wo ist der Typ? Wo ist er? Da. Lass Miyako in Ruhe. Lass Miyako in Ruhe. Kipp einfach um. Lass Miyako in Frieden. So, ich werde den Vorschlag kann man nehmen. So, wo gehen wir jetzt hin? Boah, den haben wir schon mal erledigt, Leute. Finden Sie einen Fluchtweg. Mhm. Ja, ja. Mal hier reingehen in den Schuppen wieder. Schrankschlüssel. Sehr schön. Nehmen wir den doch schon mal mit. So, das ist der Typ, den wir niedergeschlagen haben. Die Tür war abgeschlossen. Schürhaken will ich nicht. Den haben wir letztes Mal gehabt. Haben wir hier mal auch abgeschlossen. Hier ist alles zu. Was ist denn hier? Der Weg ist mit Brettern zugewagelt. Dann machen wir die Bretter doch mal kaputt, oder? Will er nicht. Hm. Müssen wir irgendwo einen Weg finden, Leute. Irgendwo muss es hier einen Weg geben. Die Tür war zu. Hm. Hier erstmal wieder zu. Nach dem Motto, hier war keiner. Wie kommen das doofe Dingen rein? Moment. Kann ich hier langlaufen? Ich kann hier langlaufen. Perfekt.
Hier liegt einiges rum, einiges an Zeug. Miyako, du stehst im Weg. Lass mich erstmal suchen. Wir werden schon irgendwie hier reinkommen. Ah, Moment. Komm, wir nehmen das mal ab hier. Aha. Interessant. Wir sind drin. Dann kommen sie dem ihm folgenden Shibito, habe ich ja schon gemacht. Moment. Moment. Vom Balkon. Im ersten Stock. Aufs Dach. Ah ja. Okay. Ausblendung aus. Und da hinten ist die Leiter, die Treppe. Interessant. Gucken wir doch erstmal, wie viele sind überhaupt hier? Einer direkt hier in dem Zimmer. Einer im Zimmer gegenüber. Einer guckt auf die Uhr. Einer sitzt. Ach du meine Güte, da ist eine Waffe auf dem Boot, auf dem Tisch. Einer ist draußen, das ist Miyako. Okay, dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Oh oh. Seht ihr das? So. Sie ist kaputt. So. Sind die anderen jetzt aufgeregt? Die haben wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Nö. Nö, die haben nichts mitbekommen. Die sind total friedlich. Total chillig unterwegs. Oh, nicht schlecht. Die haben nichts mitbekommen. Und wir haben hier in der Küche mal eben kurz eine Person umgelegt. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wie kommen wir hier die Treppen hoch. Moment, wo bin ich hier überhaupt? Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Wer macht die Tür hier nicht auf? Wie komme ich zu den Treppen? Verdammt nochmal. Wie komme ich zu den Treppen? Das ist eine blöde Abblendung. Ah, ich bin an den Treppen vorbeigelaufen. Interessant. Interessant, interessant. Das heißt, die Dame aus der Küche habe ich unnötig umgeschlagen. Naja. Obwohl, unnötig gibt es ja eigentlich nicht hier. Ne? Gibt's ja eigentlich nicht. Oh, mal gucken. Was ist denn hier? Ah, die geht auch auf die Tür. Okay. Wir können uns hier im Schrank verstecken. Ich glaube, das wäre was für Miyako. Nicht für uns. Wo ist Miyako? Miyako? Wo ist Miyako? Kann nicht wahr sein, dass sie wieder nicht hinterherkommt hier. Ah, ich höre sie. Da ist sie. Komm her. Jetzt sage ich ihr erstmal was. Ich werde ihr erstmal sich verstecken lassen hier. Bevor die irgendwie einen draufkriegt oder was, die soll sich verstecken. Genau. Dann habe ich erstmal meine Ruhe, was das angeht. So. Wollen wir mal gucken. Und da ist wieder eine. Eulette. Eulette. Stirb. Stirb einfach weg. So. Weiße Gitarre. Wir können El Cabong spielen. Nein, möchte ich aber nicht. Was haben wir denn hier? Nee, da ist nichts drin. Altblockflöte. Was die alles hier rumliegen haben, die Kerle. Merkwürdig. Zu. Okay. Den Schlafzimmerschlüssel finden. Finden Sie den Schlafzimmerschlüssel. Locken Sie den Shibito aus dem vorderen Arbeitszimmer raus. Wie macht man das nochmal? Oh. Wie macht man das? Ein Shibito rauslocken. Normalerweise mit Schreien. Ja, toll. Der ist in der Küche, der Schlüssel, oder was? Wenn man näher ranzoomen könnte, das wäre schön. Ah ja. Geh jetzt also hier die Treppen runter. Oh. Ah ja. Da ist eine Uhr. Kann ich was mit der Uhr machen? Sie ist so kurz vor 12 stehen geblieben. Ah ja. Kann ich hier mit der Uhr irgendwas machen?
Zum Beispiel draufhauen oder so. Nein, macht er nicht. Verdammt, würde er nicht machen. Wow! 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 Der hat sie nicht mehr alle. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, das war natürlich sehr nett. Der war also quasi die ganze Zeit drauf vorbereitet. Wie soll man das machen, Leute? Wie kriegen wir den dazu, dass der an die Tür kommt? Oder dass der da rauskommt? Ja, wo sind wir denn jetzt? Aha, wir sind hier an der abgeschlossenen Tür. Moment, lebt die jetzt wieder? Natürlich lebt sie wieder. Ich habe jetzt wieder... Ich habe jetzt nicht wieder diesen bekloppten... Was ist das, was ich hatte? Altblockflöte. So, Schürhaken will ich nicht mehr. Also jetzt muss ich irgendwie das hinkriegen, dass die Uhr da tickt. Würde ich sagen. Wie mache ich das? Ach, bestimmt muss ich dafür was anderes machen, Leute. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Muss ich da vielleicht irgendwie in die Zimmer rein? Leute, ich bin mir absolut unsicher. Miyako, lauf doch nicht hier rum. Mann. Was ist denn da? Jetzt sah nicht die aus dem... Hey. Das ist die aus dem Bad. Das... Wieso lebt die noch? Ich hab die zusammengeschlagen. Ich hab die zusammengeschlagen. Warum lebt ihr die wieder? Bratpfanne brauche ich nicht. Ich brauch was anderes. Ah. Ich kann eine Tür aufschließen. Sehr schön. Ah, da kommt's raus. Da komme ich raus. Okay. So, jetzt gucken wir erstmal. Wo könnte ich jetzt was machen? Vorratsschrank. Der ist da hinten. Komme ich da hin, wenn ich gerade auslaufe nach hinten? Jo, komme ich. Oh, ich laufe mal lieber langsam hier durch. Nicht, dass ich irgendwie Aufmerksamkeit errege oder so. Verschlüssel, ich habe keinen Schlüssel. Ich habe doch... Jetzt sah nicht, der hat mir die ganzen Schlüssel weggenommen, die ich hatte. Wenn ich hier aufmache? Hier ist niemand. Okay. Ist hier jemand hinter? Ja, in dem Raum ist jemand. Der ist schon geplatzt. Der ist draußen, uninteressant. Das ist der Typ aus der Tür, genau. Das ist Miyako. Das heißt, hier ist noch jemand hinter. Wir wollen mal versuchen, uns erstmal den zu schaffen. Mal schnappen hier. Ne, hier ist niemand. Wechsel zur Thermoskanne? Na toll, jetzt verstecke ich mich und lasse Miyako da drin, oder was? Ah, hier kann ich auch aufmachen, okay. Interessant. So. Da ist die Uhr. Aber wie kriege ich den da raus? Muss ich dagegen schlagen? Gegen die scheiß Uhr? Bringen sie die irgendwie die Uhr wieder zum Laufen? Ach, Moment. Ich habe ja gar nicht geguckt, ob eventuell hier noch irgendwo ein Hinweis ist. Dass ich irgendwo was finden könnte, weil es gab doch einen Raum... Da war sowas wie ein Aufzieher, so ein Schlüssel drin, oder? Erinnern wir uns mal. War nicht in dem Elternzimmer sowas drin? Leute? War noch nicht was? Wollen wir nochmal gucken gehen. War hier nicht irgendwo in irgendeinem Raum ein Aufziehschlüssel oder sowas? Jetzt bin ich total verwirrt. Wo könnte dieser Schlüssel sein? Ist der vielleicht oben in der... Moment. Solange ein Draht herumgewickelt ist, kann man sie nicht öffnen. Uninteressant für mich.
Vielleicht oben. Vielleicht finde ich oben echt irgendwas. Nein, du brauchst nicht glauben. Glauben konntest du noch nie. Mal gucken wir mal, was hier ist. Hier ist nichts. Mann, 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 Mann. Ich irre hier ganz schön rum. Wie gesagt, also ich kenne das alles, was hier jetzt ist, gar nicht. Ja, darf man jetzt auch nicht vergessen. Im Schrank. Da kann man sich nur wieder verstecken. Ist doch uninteressant, Mensch. Aha. Wow. Was bist du denn? Du darfst dich auch wieder zu dem Gegner drehen, Mensch. Wo kommt die denn her? Ist sie wieder aufgestanden, oder was? Sie ist wieder aufgestanden. Geht ja gar nicht anders. Jetzt will er sich wieder verstecken. Mensch. Ich dachte, ich kann jetzt eine andere Waffe nehmen. Ich habe jetzt so eine alte Blockflöte oder sowas. So. Was ist jetzt hier? So. Urgespurenspannschlüssel, seht ihr? Meine Güte, jetzt geht's los. So. Jetzt haben wir, was wir brauchen. Wo ist die Uhr? Da. Hat er die Uhr jetzt aufgezogen? Nein. Bleib mal hier. Obwohl, Moment. So, verstecke ich mich hier. Aha. Aber ich habe gesehen, die Perle ist schon wieder aufgestanden da vorne. Die genau, aus der Küche. Aha. So, jetzt ist doch nicht die Perle. Mal langsam weg, die darf sich auch verpissen jetzt. Ich habe keinen Bock auf die. Laufen jetzt beide hier rum. Das ist natürlich jetzt sehr clever. Genau, tanzen wir da rum. Komm, verschwinde. Na klar, dazu nichts mehr. Dann hau ich so um. So. Ganz schnell. Hier rein. Schlafzimmerschlüssel. Noch irgendwas? Aschenbecher. Wow. Jetzt haben wir den kaputt. Dafür, dass er uns gerade versucht hat zu töten. So, du bleibst jetzt liegen, du Arschloch. So. Wo ist sie? Jetzt kommt sie wieder mit. So. Jetzt wollen wir mal hier zu der Tür gehen. So. Jetzt machen wir was? Komm ich hier lang raus? Oh, was machen wir jetzt hier? Ah, okay. Da ist nichts. Was machen wir denn jetzt hier? Du sollst nicht niesen, Mädchen. Aha. Okay. Ja, dem Dach folgen. Moment, dann muss ich mal gucken. Yep. So, jetzt gucken wir, wo müssen wir lang? Ob ich das jetzt sehen würde. Straße nach Karovari. Ich glaube, ich bin hier lang richtig. Ich bin mir aber nicht so sicher, Leute. Nein. Bin wieder hier eingebrochen. Verdammt. Aber die liegen ja alle noch. Doch nicht. Wow. Da ist schon wieder diese Perle aus der Küche. Die kannst du echt nicht lassen, oder? Bleib da. Komm bloß nicht wieder. K
Kack am besten ab. Und bleib heldenhaft liegen. So. Verdammt nochmal. Da ist schon wieder eine. Das ist doch nicht wahr. Wo kommen die alle mal her? Bleib jetzt liegen und fertig. Mann. War nervig genug mit dir. Jetzt gehen wir wieder aufs Dach. Hep. Ah, da hören die dann natürlich auch. Das ist Miyako. Miyako? Miyako? Mhm. Bin auch die falsche Richtung gelaufen. Ist hier lang. Boah. Immer mehr Brüche hier. Kann doch langsam nicht wahr sein. Jetzt muss ich da wieder zurück. Kann doch nicht. Mann, aber ich habe hier die eine Tür aufgemacht. Da müsste das kürzer sein für mich eigentlich. Oh nein! Mann, das ist doch nicht wahr, wenn man hier so ein bisschen umherirrt. Mann, das wird alles bestraft hier. Ah! So, hast du eine bessere Waffe gehabt? Handsichel. Besser als so eine bekloppte Flöte. So. Mal gucken, wo ist denn die Tür, die ich aufgemacht habe? Ah, scheint die hier zu sein. Ja, das ist sie. Schön über die Küche wieder reingehen. Warum ist die Tür zu? Hä? What? Hey, nicht mit mir. Bleib am besten einfach liegen. Drecksau. So. Dann wollen wir mal wieder. Die 38mm Pistole. Eindeutig. So. Das war der. Der Vater, wo? So. Okay. Also wieder raus hier. Mann, Mann, Mann. Ich bin hier am Rumblödeln. Das ist nicht normal, Leute. So, jetzt werde ich langsam über den Weg laufen. Nicht, dass das nochmal passiert hier. So. Miyako ist bestimmt schon vorgelaufen. Hep. So. Lalala. Ja, wo ist sie denn? Oh, das gibt's doch nicht. Wo ist die bekloppte Eule jetzt? Jetzt suche ich die erstmal. Wo ist sie? Da. Wo ist die hin jetzt? Sag nicht, die steht da hinter der Tür. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Da wird doch nichts mehr. Oh, diese doofe Miyako-Eule. Oh, wie kriege ich den jetzt wieder hier hin? Oh, toll. Kann man sie doch jetzt schon wieder knicken, die Scheiße. Oh Mann, ey. Kann ich die kaputt machen oder so? Oder hier diesen Stein, diesen Holzflock wegnehmen? Können nicht durchgehen. Ja, was mache ich denn jetzt? Mann, das ist doch nicht wahr. Mann, diese doofe Miyako. Warum muss man das machen? Kann man jetzt nicht mehr retten, die Situation anscheinend. Die sind alle wieder wach. Wo ist die? Die ist im Busch hier irgendwo. Wo soll sie doch herkommen, Mensch? Mann, ey. Ja. Scheint irgendwo da zu sein, aber ich krieg sie jetzt nicht mehr zu mir. Das ist sowas von blöd. Hm. Kann ich irgendwie wieder zurückgehen? Wahrscheinlich nicht. Oh doch, so wie es aussieht, doch. Ist ja hier, genau. Napang sein. So. Dann gucken wir mal, wo sie ist. Oh, doch noch gefunden. Irgendein Weg. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist sie? Na toll. Wo ist sie jetzt? So. Ist sie noch auf den. Ist sie noch auf den Dächern? Wo ist sie denn dann da? Oh oh. Wow! Wo kommst du denn her? Wie kommst du denn hier hoch? Mit El Carbon auch noch. Fahr mal schön da runter. Arschmade. So. Miyako? Miyako?
Wo ist die? Ich sag nicht, die ist runtergefallen. Wenn die runtergefallen ist, kriege ich Kotzreiz. Aber nicht nur einen. Boah, das ist doch... echt nervig, sowas, Leute. Wo ist die hin? Mann, Mann, Mann. Oh, oh. Da ist jemand oben. Unter mir. Direkt. Mhm. Das heißt, da müsste gleich eigentlich jemand kommen. Mann, das ist doch nicht wahr. Da sucht man mal diese doofe Eule. Und die ist einfach weg. Mann. Bleib erstmal hier auf dem Dach. Moment. Die ist da hinten. Ja, komm dann. Heb. Wo ist sie denn dann? Hä, was macht die denn da? So. Dann kann die ja jetzt wieder mitkommen, oder? Kommt sie mit? Die kommt nicht mit. Das ist doch wohl jetzt nicht. Miyako. Hallo. So. Ach, die musste mich gesehen haben, oder? In ihrem Versteck, oder was? Mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Wir sind fast da. Boah. Schönes Rumgefähle jetzt am Ende hier. Naja. Mhm, also jetzt wieder über das Dach. Wenn du da wieder drauf gehst und dann über dieses Dach springst. Miyako kommt auch brav mit. Gutes Mädchen. Mann, 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 ey. Unnötig, unnötig. Kommt sie? Aha. Hat sie doch noch den Weg gefunden ins Heilige Land, was? Mann, Mann, Mann. Mission erfüllt, Leute. Ein Ausblick auf die nächste Episode. Sehr interessant. Tja, Leute. Was haben wir jetzt großartig gelernt? Failing gehört auch dazu. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter bei Let's Play Siren Blood Curse, sprach der Raven Knight, nimmermehr.